Swing. Irgendwas. Ah, wir können Edelsteine am Boden jetzt sehen. Und wir haben ein komisches Paket gefunden. Ja, das ist alles schön und gut. Dass das Äffchen auch immer wieder Edelsteine produziert, ist auch sehr gut. Aber da oben ist sie. Ach, verdammt. Okay, ganz vorsichtig. Erstmal Prioritäten. Gold einsammeln. Hopp. Oh, okay. Dann kann ich schnell dich zum Eingang bringen. Danach können wir nochmal zum Shop. So. Gut, wir haben 4 Lebenspunkte. Wir kriegen gleich noch eins. Wir haben keine Bomben mehr. Aber wir kaufen mal Springschuhe. Den Umhang. Können wir nicht kaufen. Brille. Kaufen wir. Du kommst verdammt mal mit. Du bist nämlich toll mit deinen Edelsteinen. Geist ist auf dem Weg, okay. Okay. Ich hoffe mal, das Äffchen kommt mit ins nächste... kommt mit ins nächste Level. RB. Nee, kommt's nicht. Zeigt uns nur seinen Pushy. Okay. Küsschen. Und das müsste ziemlich viel Gold gewesen sein. Und wir haben uns fast alles ausgegeben. Also, das ist... Ich muss jetzt nur mal ganz kurz gucken, was die tollen Sachen alle machen. Also Brille. Eine schöne Brille, mit der du Sachen sehen kannst, die dir sonst verborgen bleiben. Also wahrscheinlich Edelsteine im Boden. Das Ding kennen wir schon. Kennen wir schon. Netzgewehr kennen wir auch. Umhang. Der Umhang sieht flott aus und erlaubt es, in der Luft zu schweben. Fallschirm. Der Schirm öffnet sich im Fall automatisch. Horus Auge. Das Auge ist ein altes Symbol königlicher Macht. Ob es noch einen anderen Zweck erfüllt? Hm. Okay, also wir können jetzt langsam runtergleiten. Und wenn das nicht klappen sollte, können wir immer noch Dingsen, den Fallschirm öffnen. Da sind so viele schöne Edelsteine im Stein. Aber ja. Oh, das ist ein Skorpion. Aber wir haben keine Bomben, wollte ich sagen. Au! Gott verdammt mich. Oh. Damit sind unsere Lebensbomben schon wieder weg. So. Weg. Ich höre jemanden schreien. Ich weiß noch nicht wo. Kamera? Braucht nur verdammt nochmal mehr Gold. Und ich brauche Bomben. Überhaupt. Küsschen. Ah. Küsschen brauche ich auch noch. So, hier haben wir schon mal Gold. Lauf. Oh. Boing. Da oben ist sie. Das ist nicht gut. So. Kaputt. Okay, das krieg ich hin. Du kommst mit. Irks. Dich sacken wir ein. Da geht's ganz schnell, nachdem wir das Gold da oben eingesammelt haben, auch zum Ausgang. So. Ja. Shop kamen wir nicht hier ran. Und da waren eh keine Bomben drin. Also nö, einfach raus hier. Nicht, dass ich nochmal irgendwo Schaden nehme. Das würde ich ganz gern vermeiden. So, wir sind wieder bei 3 Lebenspunkten. Das heißt, uns fehlt einer, richtig? Man startet mit 4. Oh, da ist ein Steinkopf. Du kommst mal mit... Wow. Das wäre auch ein schöner Tod gewesen für den Skorpion. Auf ihn rauf springen und in gestunter Weise unten in die Dingsfalle schmeißen. Das da ist ein Problem. Kann ich dich schieben?
Ja, kann ich. Haha, sehr schön. Das klappt nicht. Mist, da komme ich gar nicht weiter. Ich komme überhaupt nicht weiter auf dieser Ebene, weil ich keine Bomben habe. Ah, doch hier. Okay. Wollte schon sagen, das wäre ganz schön garstig. Gib mir Bomben, gib mir Bomben, gib mir Bomben. Oder ganz schön große Edelsteine. Und ich denke, die Brille ist nicht, dass wir die Edelsteine sehen können. Das wird das Auge des Horus sein. Au. Aber was die Brille dann macht, keine Ahnung. So, ein Lebenspunkt verloren, ein Lebenspunkt kriegen wir gleich zurück. Und da ist eine ganz schön dicke Spinne oben. Ich hoffe mal, der Ausgang ist nicht hinter der Spinne. Da sind noch mehr dicke Spinnen. Nein, ich wollte sie rüberwerfen. Das ist nicht schön. So. Ich wollte den Skorpion erwischen. Zing. So, Skorpion überlistet. Spinne tot. Zing. Okay, nur noch 2 Lebenspunkte. Keine Blondine diesmal. Oh, hallo Tunnelmann. Ich wollte eine Abkürzung graben, nur leider versperrt mir ein großer Felsblock den Weg. Hast du eine Bombe für mich, damit ich ihn wegspringen kann? Nein, habe ich nicht. Kriege ich jetzt keine Abkürzung, weil ich alle meine Bomben verbraten habe? Verflixt, mit diesem Tunnel werde ich nie fertig. Nee. Okay, Notiz an selbst. Beim nächsten Leben unbedingt eine Bombe mindestens aufsparen. Wird bei den Toten auch... Ja, bei den Toten werden auch die Blondinen aufgelistet. Mist. Die doofen Affen klauen mir mein Gold. So. Also ja, wir haben eine neue Hintergrundumgebung. Wir haben neue Fallen, wir haben neue Gegner. Und wie zur Hölle komme ich da hin? Ah! Der Stachel oben, den habe ich aber vorher nicht gesehen. Ich bin zu nah an eine Tiki-Falle herangekommen. Das stimmt. Ich drücke jetzt mal X für schnellen Neustart und gucke, ob ich dann direkt... Ja genau, ich fange direkt wieder oben. Ich fange direkt wieder oben an. Es gibt übrigens auch einen Küsschenstand. Zumindest gab es den früher. Da kann man sich Küsschen kaufen und damit Herzen. Na, das habe ich... Okay, so funktioniert das nicht. X. Stehen bleiben. Angucken. Nachdenken. Links ist eine Vase. Schön Abstand von der Vase. Genau, dann klappt das auch. Aber das ist echt kein Spiel, wo man einfach so durchrushen kann. Das muss ich mir absolut abgewöhnen. Weil dann stirbt man zu schnell und dann kommt man absolut nicht weit. Und es ist langweilig, immer dasselbe wieder zu spielen. Also. Da hinten ist irgendwo eine Blondine. Wir lassen den Stein hier runterputzen, damit die Falle ausgelöst wird. Zink. Ah, also ja, Edelsteine ist schön, aber ich hätte aus den Trunken lieber gerne sowas hier zum Beispiel. Der Kompass zeigt dir immer den Weg zum Ausgang. Das ist praktisch. Okay. Da müssen wir gar nicht lang. Warte mal. Wir können hier lang. Und dann hoffentlich so rüberspringen. Da ist die Blondine. Sehr schön. Kaputt. Jo, komm mit. Obwohl, warte mal. An den Dingen, da würde ich ganz gerne ran. Du bleib mal ganz kurz. Hier unten, wo du keinen Unsinn machen kannst. Dann hätte ich gerne hier eine Bombe, die dann hoffentlich oben den Weg frei macht. Genau. Da schmeißen wir ein Seil hin.
Dann kriegen wir die Edelsteine, kriegen wir das Gold und kriegen wir zwei Kisten. Mit noch mehr Edelsteinen. Und hoffentlich Bomben oder Seilen. Ja, oder nicht. So. Ups. So. Spinne töten. Mitnehmen. Ich habe das Gefühl, der Geist kommt gleich. Die Falle hat mich schon ausgelöst, richtig? Ja, Fallschaden. Nicht gut. Ich dachte schon, ich könnte mit Plusleben hier rauskommen, aber nö. Das hätte auch schief gehen können. So, können wir hier noch ein Gold machen? Ein ganz kleines bisschen, ja. Oh. Achso, okay. Yeah, da ist schon wieder eine Steinfalle und... Nee, komm. Raus hier, raus hier, raus hier. Ah, da kommt der Geist, ja. Definitiv raus hier. Also, Leben verloren, Leben bekommen. Schmatzi. Ich höre Schlangen, ich hasse Oh, du kannst ja da runterspringen. Das finde ich jetzt nicht so toll. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass du nur auf einer Ebene so hin und her laufen kannst, wie die Schlangen. Aber man lernt nie aus. So, nächstes Mal bin ich vielleicht vorbereitet. Oh, sehr schön viel. Ja. Gold. Ah, das ist die Schlangengrube. Deswegen war vorher dieser Text da. Wow. Ich war tot, dann habe ich nochmal gebissen. Ja, hier sollte man definitiv ein wenig strukturierter reingehen. Also in die Schlangenhöhle. Aber gut. Hm, oh. Was haben wir bisher gelernt? Wir haben gelernt, wir müssen hundertprozentig von Vasen Abstand nehmen, bevor sie kaputt machen. Wir müssen immer auf die Steingesichter achten. Die Skelette können auch Ebenen wechseln, im Gegensatz zu den Schlangen hier zum Beispiel. Die Skeletthaufen auf dem Boden können richtige Skelette werden, also sollte man da auch nicht zu nah rangehen. Die Tiki-Fallen können auch oben Stacheln rausbringen. Das sind so die Sachen, die mir aus den letzten Leben im Gedächtnis geblieben sind. Gut, sehr gut. Du kommst gleich mit. Ich habe übrigens in Optionen gesehen, dass man die Frauen auch ändern kann. Also die Gegenstände, Kreaturen, Monster, wie auch immer, die man aufheben kann und zum Ende bringen kann, um ein Küsschen zu bekommen oder Lebenspunkte. Kann man umändern in eine andere Blondine, nämlich Typen, oder in ein Hündchen. Ah, Stein. Steinkopf übersehen. Aber ja, man kann die Blondine in eine andere Blondine umändern oder in einen Hund. Oder in random eins von den dreien. Aber mir ist die Blondine momentan noch am liebsten. So. Und da hätte ich schon wieder sterben können, weil das Skelett aufgewacht wäre, wenn ein Skelett da gewesen wäre. Nicht gut, nicht gut. Da ist der Ausgang. Gut, Blondine ist sicher, wenn sie gleich nach links läuft. Ja. Da kommen wir nicht weiter und ich will keine Sachen verbrauchen, also raus. Hm. Jetzt haben wir gleich zwei Herzchen. Ja. Zwei Herzchen, 7.000, 8.000 Gold. Nicht so berauschend. Spikes, Seilhaufen, Überraschungskiste für 8.000. Ich glaube, die nehme ich doch mal. Kompass. Kostet nur 4.000. Oh ja, deswegen auch eine Überraschungskiste. Hm? Kommst du da wieder raus? Ja, kommst du. Kaputt. Sehr gut. Vorsichtig.
Da wo meine Highscore ist. Ah, genau, das ist ein Edelstein. Gott, 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 Gott. Da oben ist eine Steinfalle, da oben ist eine Spinne. Ah, das ist eine sehr große Spinne. Und genau da. Oh, okay. Warte mal. Oh, oh. Ich wollte die Spinne eigentlich runterschmeißen. Runterschmeißen. So. Ich hoffe, das hat die große Spinne erwischt. Und eine Bombe haben wir jetzt noch für... Ah, hat sie nicht. Eine Bombe haben wir jetzt noch, um den Tunnelmann zu bestechen. So, du dahin. Wir versuchen noch ein bisschen Gold zu bekommen. Und das sieht gut aus hier. Jo, 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 jo. Aber ich werde jetzt nicht zurück nach rechts gehen zum Shop. Auch wenn wir jetzt genug Gold hätten, denn die Spinne da würde uns umbringen. Also rein hier. Küsschen. Ebene 3. Du drehst dich hoffentlich nicht um. Okay. Oh. Nein. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, na also. Das sieht mir sehr tief aus. Oh, ich kann auf der Schlange landen. Zing. So. Die Schlange da ignoriere ich, auch wenn sie Gold... Obwohl, warte mal so. Gold. Vorsichtig Schädel. Da oben ist ein Ding, aber der kann auf nichts schießen. Jo. Oh. Hm. Na. Ah, ist eine doofe Steinfalle. Genau.